Aber ich finde das Radieschenblatt eigentlich auch noch, ist so ein bisschen fein im Geschmack und da würde ich jetzt gar nicht viel mehr nehmen. Ja, ich bin wirklich gespannt, ich habe noch nie Radieschenblätter gegessen. Gemeinsam zusammensitzen und bei einem feinen Glas Wein ein Apero geniessen. Ich glaube, ihr seid einverstanden mit mir, wenn ich sage, die Schweiz ist ein Apero-Land. Meistens kommen aber einfach Chips, Nüsse oder irgendein Schinkengipfel auf den Tisch. Dass es besser oder besser gesagt gesünder geht, das zeigst du uns heute, Beatrice. Du als Ernährungsberaterin hast vermutlich nicht so Freude, wenn bei einem Apero einfach Chips auf den Tisch werden. Ja, Chips ist halt so ein Paradebeispiel für einen Snack, der eigentlich gar nicht so besonders ist und doch irgendwo unwiderstehlich. Aha. Ja, ich kenne es auch. Wenn ihr Chipsack aufmache, dann ist dann leer gegessen. Was gibt es denn für eine gute Alternative? Heute machen wir Radieschenblatt-Crostini und dazu gibt es einen Pink Ginger. Du kannst hier gerade Blätter schneiden, einfach okay. Grob. Also wir brauchen jetzt zuerst nur Blätter und Radieschen eigentlich gar nicht? Okay. Ja. Ich mache das sonst immer Krupp, umgekehrt. Und ich tue hier jetzt ein bisschen Käse, kommt noch rein. In Basilikumpesto nimmt man ja Parmesan. Jetzt hier mit der Radiesli zusammen nehme ich einen anderen Käse. Das ist Pecorino. Also okay. Schafskäse. Also spielt es eigentlich nicht so eine Rolle, was für einen Käse das man nimmt? Nein. Also man könnte jetzt auch eben Parmesan. Man könnte sogar auch mit einem weichen Geisskäse oder so probieren. Ja. Also ich finde das im Fall schon gerade ein bisschen speziell, dass ich hier die Radiesli-Blätter zuschneide. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Radiesli-Blätter zu brauchen oder zu verwenden? Ich habe in unseren Workshops zusammen mit einer Kollegin haben wir das Thema Ressourcen. Also Ressourcen im Team, Ressourcen in den Nahrungsmitteln. Aha. Und wir haben so Smoothie gemacht und eben alles verwendet. Und irgendwann hatte ich auch noch so ein bisschen Gemüseführung. Und da ich so ein bisschen experimentierfreudig bin, haben wir neue Sachen angefangen. Und so ist ein Workshop mit Stiel und Stängel daraus entstanden. Ach, spannend. Also eigentlich eben durch so eine Idee, die du gehabt hast, ganz etwas Neues zu entwickeln. Du hast jetzt auch Käse drin, da, die Radieschenblätter sind drin. Was kommt sonst noch alles drin? Jetzt eben noch irgendetwas Nussiges. Kannst du ein bisschen Pinienkerne drin tun? Ja. Soll ich hier alle drin tun? Oh nein, das wäre ein bisschen viel. Etwa 2 bis 3 Esslöffel. So. So, gut. Und für den Geschmack noch ein bisschen Knoblauch. Aha, das ist einfach eine halbe Knoblauchzehe. Ja, hier haben wir jetzt auch noch Bärlauch. Also im Frühling könnte man jetzt auch noch für den Geschmack kannst du da Knoblauch ein bisschen Bärlauch drin tun. Ja. Aber ich finde das Radieschenblatt eigentlich auch noch, ist so ein bisschen fein im Geschmack und da würde ich jetzt gar nicht viel mehr nehmen. Ja, ich bin wirklich gespannt, ich habe noch nie Radieschenblätter gegessen. Dann kommt noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Aha. Gut. Und jetzt natürlich noch feines Olivenöl. Olivenöl, genau. Ja. Und dann wird das eigentlich schon gemixt, oder? Ja. Also ist nachher eigentlich das Topping sozusagen von der Crostini schon fertig? Genau. Also wirklich einfach gemacht, also, kurz. Zusammen, fast zusammen nicht da. Viel länger als ein Sack Chips auf die Tür. Das habe ich auch gedacht. Also wirklich, wenn man alles parat hat, dann kann man das einfach so rein tun. Voilà. Übrigens, wenn ihr auch mega coole und feine Sachen oder Ideen habt für Aperos, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Dann können wir alles so ein bisschen sammeln und verschiedenste Ideen zusammentragen. Dann mixen wir das. Mixen. Ja. Und dann soll ich das Brot schon vorbereiten, das wir nachher gerne, drauf tun. Mhm. Das Brotmesser haben wir hier. Also ein bisschen leicht so schräg schneiden, dass es ein bisschen größere Stück gibt. Das Brot, kann ich das schon in den Ofen tun? Oder? Das kannst du ein bisschen mit Olivenöl bepinseln. Also einfach oben, die Oberfläche ein bisschen. Ja. Gut. Das sieht schon recht nach einer guten Masse aus dort. Ja. Du hast es vorher angesprochen, Beatrice, die machen Kurs. Du hast auch die Idee für die Randenblätter von einem Workshop. Die machen viele verschiedene Kurs und Workshops. Was macht euch so Spass an diesen Workshops? Warum macht ihr das? Also das Schöne ist natürlich, dass man Kulinarik, also Genuss und Gemeinsamkeit, Gesellschaft kann miteinander verbinden. Okay, cool. Jetzt, gell, wir machen auch noch ein Getränk, du hast es am Anfang gesagt, der Pink Ginger. Ja. Die sind jetzt noch ein bisschen im Ofen. Wie viel Grad hast du hier eingestellt? Etwa 180 Grad. 180 Grad, gut. Und dann können wir das Getränk machen zwischendurch, oder? Genau. Wir die ein bisschen mörsern. Und du kannst jetzt hier Himbeere und ein bisschen Ingwer. Der Ingwer, der steht da gerade da vorne. Genau, kannst du rein tun und den leicht so mörsern. Zusammen mörsern. Ich tue derweil
hier die Flüssigkeiten machen. Das ist etwas anderes als einfach ein Glas Weisswein. Ja. Ich trinke eben oft einfach bei meinem Nachbarn einfach ein Glas Weisswein. Und kann so man natürlich Cocktail. Auch gut. Genau. Was gibt es eigentlich sonst noch für Sachen, die man auch essen kann, die ich vermutlich noch nicht weiss? Wie zum Beispiel Radieschenblätter. Also man kann eigentlich fast alles essen. Okay. Ja. Also kannst du ein paar Beispiele geben? Ja, das von hier, also von Melonenschalen, Wassermelonenschalen, mache ich Chutney, über eben Rüeblichkraut, Randenblätter bis zu Avocado-Kernen. Aha. Und ist alles möglich. Also, wie tust du das noch kombinieren? Gibt es da irgendwie ein Rezeptbuch oder muss man das ein bisschen ausprobieren? Es gibt verschiedene Bücher und man kann natürlich auch viel ausprobieren. Es ist eigentlich fast ein bisschen Kochkunst mit Naturheilkund kombiniert und ist dann eigentlich auch noch Anti-Food-Waste nachhaltig. Ja, okay. Was hast du zu alles drin? Hier ist jetzt Himbeersirup reingekommen, ein Esslöffel, ein bisschen Limettenschalen. Und dann tue ich jetzt die Himbeere und den Ring noch drin. Noch ein Limetten Saft rein für die Säure. Aha. Voilà. Einfach eine halbe Limette, die du noch drin tust. Ja. Gut. Du kannst hier noch das Gingerbier. Ich will das mal aufmachen. Also ich habe die Kombination eben noch gerne mit dem Ingwer. Mhm. Könnte jetzt auch das Ginger Ale sein. Ja. Und dann haben wir hier feinen Schweizer Gin. Ich kann dir sagen, das ist ein Schweizer Gin, gell? Ja. Kann ich das auch gleich reinleeren? Ja, kannst du reinleeren. Das Ganze? Was meinst du? Soll ich noch ein bisschen? Ja, lass doch mal so, dann können wir sonst immer noch leeren. Super. Dann kommt noch ein bisschen Eis rein. Mhm. Ich schaue mal, was da unsere Crostini machen. Ich glaube, das kommt gut. Sieht gut aus. Warum ist jetzt eigentlich das Menü besser oder gesünder als andere Sachen? Also, oder eben Chips zum Beispiel? Also ich finde, es ist einfach nicht so eine 0815 schon mal, oder? Also genau. Es sieht natürlich schon farblich ganz anders aus. Ist, in dem Sinn hat es weniger Kalorien, ja. Weniger Fett, mehr Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenstoffe. Okay, kann ich das hier reinlernen? Ja. Great. Du hast mir gesagt, das könnte man auch ein bisschen abseben, aber wir tun es so lassen. Ja. Das findest du fast besser. Genau. So ein bisschen cleverer Style. Ja. Sehr gut. Super. Jetzt weiss ich nicht, wenn wir noch ein bisschen nachfüllen. Ja, kannst du gut. Wenn wir das schon mal probieren? Stoßen wir doch gleich mal an. Cheers. Zum Wohl. Zum Wohl. Guten Mix zwischen süß und so ein bisschen das... Auch mit den Stückchen drin, das macht es wirklich noch ein bisschen speziell. Sehr fein. Ich glaube, die sind gut. Was meinst du? Perfekt, dann ja. Nehme ich die doch raus. Genau. So. Et voilà. Ups. Jetzt können wir das da... Können wir die gerade genau da drauf tun. Also, weißt du, dann kann ich das Blatt gleich hinten tun. So. Gut. Aber das, was ich wirklich sonst einfach weggehe, haben wir jetzt verarbeitet und wirklich da rein. Gut, dann können wir das hier da bestreichen. So drauf. Gut, jetzt muss ich einen anderen Löffel nehmen, mit dem habe ich Brot. Was ich oft auch als andere Variante sehe, sind so ein Gemüsestängel einfach mit irgendeiner Soße. Ist das auch eine gute Alternative? Ist natürlich auch sehr gute Alternative, aber ich bin manchmal nicht so Fan, weil wenn ich so die Apéro-Buffet beobachte, habe ich etwa das Gefühl, das ist das, was am Schluss manchmal noch liegen bleibt. Mhm. Und Schinkengipfeli und Chips sind eben weg. Ja, weil das hat wirklich so ein bisschen süchtig gemacht. Ja, und wir haben vorher gesagt, es hat einen Zusammenhang mit dem Belohnungszentrum, mit Fett und Salz und allem drum und dran. Und darum ist natürlich das pure Gemüse, wenn das irgendwie nur so ein langweiliges Quarksösseli ist, nicht gerade etwas, das wirklich attraktiv ist für das Belohnungszentrum. Ja. Und dann greift man vielleicht zum anderen, wo der Lust stärker ist. Also wie so ein bisschen eben auch ein Credo vom Cleveress, dass man so etwas Spezielles macht. Also so halt, wenn man das Gemüse macht mit einer ganz coolen Soße, wo nachher die Leute eben so richtig Lust haben zum Reindünkeln. Oder eben Gemüse eher vielleicht auch noch mit ein bisschen feinem Olivenöl im Backofen gemacht.
Und dann kann man auch pikante Salsa dazu machen, so ja. Blumenkohlröseli zum Beispiel. Oder man kann auch mal Rosenkohl im Backofen machen. Mhm. Und dann so ein bisschen Sesam dünkeln. Also es gibt ganz, ganz Varianten. Ja. Ich habe es schon gesagt, vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen, die ihr könntet in die Kommentare schreiben könnt. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Sachen. So, ich habe hier noch ein bisschen Radieschen drauf. Hier. Und wir sagen, es ist angerichtet, probieren wir, oder? Ja. Dann von guten. Einen guten. Mm. Vor allem mit dem Knusprigen vom Brot und das Olivenöl, das noch gut rausschmeckt. Mm, wirklich fein. Und Getränk dazu, auch perfekt. Ja. Merci vielmals, Beatrice. Und euch wünsche ich ganz viel Spass beim Nachkochen. Das war ein sehr clever Kochen. Tschüss zusammen.